Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und Malerbox Burg als Herausforderung des Schnitters. Keine Verbrauchsgegenstände, keine Artefakte und keine Wiederbelebung. Das ist Kacke. Keine Wiederbelebung finde ich doof. Es gibt sogar Leute, die laufen die Dungeon nie, wenn es keine Wiederbelebung gibt. So, jetzt mal eben gucken, wollen die kämpfen, wollen die durch, weil man kann ja am Rand rüberhüpfen, dann muss man die erste Gruppe nicht bekämpfen. Die gucken nur doof. Wenn man in der Mitte durchreitet, dann hat man die Gegner am Hals und die rennen auch dann auch hinterher. Und nicht jeder weiß, dass man am Rand vorbei kann. So, und der Dicke ist weg, der Zauberer, cool, die Kleinen nerven trotzdem tierisch, jawohl. Ich schmachte mal das Feuer an und tschüss. Hüpf. Da kommen Gegner. Okay, lassen wir stehen, die kommen dann sowieso hinterher. Kümmere mich mal hier um den Sturmschamanen, die Zauberer sind immer das Gemeinste. Da sind die kleinen Scheißerlis. Und die großen sind auch gerade gespawnt. Eieieiei. Okay. Er zündet das Fass an. Oder sie oder es, was auch immer. Tank vorlaufen lassen und rein da. Oh. Da habe ich genau den Riesenschlag abgekriegt. Was für ein... Oh. Heilung ist gut. Ich nehme mich hier mal rein. Danke. Die grünen Flecken da sind nicht schlecht für mich. Genau im Roten, meine Güte. Okay, Tank hat den... den Oger hier gezogen. Ja, macht ihr das? Ich steck mal das Schwert noch tiefer rein. Ist drin. Okay. Zack, alle weg. Und ich steck das Schwert mal wieder tief rein. Tief rein. Ja, jetzt wird's. Die Truppe ist immer ein bisschen übel. Oh, schön zusammengezogen. Das war geil. Das war, glaube ich, eine Magier Daily. Wir haben einen Magier dabei und ich meine, die macht genau das. Dieses Zusammenziehen und Rumsbums. Nicht hauen lassen. Ja. Und du fällst auch um. Sehr gut. Und du... Hey, renn nicht weg, hallo? Okay, nehme ich dich. Renn doch nicht weg, wenn ich mit dir kämpfe. Das ist immer so deprimierend. Ich hau dir welche und du kümmerst dich gar nicht um mich und gehst einfach weg. Das ist immer so... Oh Mann, oh. Egal. Ich glaube, ich treffe da nichts. Wir haben zumindest gar keine Zahlen so richtig. Ja. Die Burgkatapulte sind platt. Jetzt kommt das, was man einen Bossfight nennt, obwohl ob Kroll Nightforge ein Boss ist. Er war mal als solcher gedacht, aber naja. Das, ihr seht, was ich meine. Normalerweise spawnen da auch noch andere große Gegner, aber wenn man ihn so schnell runterprügelt, dann skippt man so viele einprogrammierte Phasen, dass das einfach nicht mehr passiert. Haben wir einen verloren? Hier fehlt einer. Ach da, auch bei der Truhe. Okay, ich dachte gerade. Hä? Okay, wir sind in der Burg angekommen. Im Keller. Wir dürfen nie durch den Haupteingang. Ich finde das auch ein bisschen diskriminierend. Ihr seid Abenteurer, ihr dürft hier nicht durch den Haupteingang. Der Butler macht euch nicht das Tor auf. Ihr müsst durch den Keller.
Die sind weg. Kommen hier so kleine, die wieder nur in der Masse unangenehm sind. Aber das war's auch schon. Jo, da war sie wieder. Magier Daily. Rote Fläche ausweichen und wieder ran. Und weg. Ja, läuft. Also, das ist... Warum hinten da oben lang? Aha. Okay. Hexe und Ogre umhauen. Ja, umhauen, sagte ich. Hallo, fall um. Ja. Na, ja. Aber jetzt kommt wieder so eine heikle Stelle. Wenn man da vor dem Tank steht, dann ist man tot, weil das sind wieder so viele. Selbst hier, der Tank kriegt den richtig aufs Maul. Und als DD hat man nicht so viele Trefferpunkte. Jo, schön geplatzt. Hier rüber. Bin fest. Auch da wieder ganz viele kleine. Hat man nur einen von den Lutschen, dann tut das echt nicht weh, aber die umringen einen sofort und in der Gruppe tut das dann richtig weh. Hier angedrückt, dann haben wir unten ein Feuerchen. Kann man sich umstellen, was natürlich wieder einige nutzen. Und dann sind wir schon beim zweiten Bossfight. Das kann jetzt ganz schnell gehen. Oder es dauert lange. Weil schafft man es, sehr schnell sehr viel Schaden zu machen, dann skippt man wieder jede Menge Phasen. Weil eigentlich macht der Boss so eine Kuppel, ein Schutzschild und da kann man ihn nicht wehtun. Mittlerweile versuchen alle Gruppen das zu skippen, indem sie ganz viel Schaden in kurzer Zeit machen, so wie jetzt. Dann ist er auch schon weg. Dann spawnen Zauberer. Auch die schnell umhauen, dass die keine weiteren Skelette und so beschwören können. Dann hat man ganz wenig Gegner. Aber dafür muss der Schaden stimmen. Okay. Jo. Ganz kurz auf dieses Trugbild des Drachen einhauen. Und dann haut er auch ab. Das ist alles Fake hier. Alles Fake News. Das war gar nicht der Drache. Das war nur eine Trugbilderscheinung. Oh, truff, truff, truff. Aufpassen, der Drache spuckt noch so ein bisschen irgendwo hin manchmal. Da. Und wenn er weg ist, können wir gleich wieder das Schwert reindrücken. Na gut, mach ja das mal. Stehen schon so viele. Und Endfight! Ja, geht ja easy. Ui, du leuchtest weiß. So, gedrückt halten. Skip Cutscene. Und auf Fulminorax.
Dünn. Nach dem drei Balken wechseln, haut er ab. Roten Flächen ausweichen, das ist das Schwierige hier. Was tatsächlich auch mal zum Wipe von manchen Gruppen führen kann. Aber wenn man da drin steht, ist man eigentlich auch tot. T-O-T. Ja. Oh, geht aber. Noch sind alle da. Und puff. Au. Stand doch gar nicht da drin, Mann. Schon wieder weg. Okay, ah, fuck, umgeworfen werden und dann die roten Flächen, da ist man auch sehr schnell tot manchmal. Ah, Glück gehabt. Ah. Jo. Jo. Okay. Der Name oben wieder erscheint, dann kann man sich schon allmählich wieder zum Drachen bewegen. Uah, nicht gesehen. Aber der ist fertig. Jo, das war's. Wollte mich gerade bedanken. Danke sehr. Nee. 25 Abzeichen Aufhebung, okay. Und du hier? Nix, nix. Und 10.000 Astral, okay. 12 Minuten, na gut, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.